für das, was sie gerade bewegen, dass du bei ihnen bist und dir deine Treue, deine Liebe, deine Gnade groß machst. Segne sie. Segne uns zu deiner Ehre und zum Segen für diese Welt. Amen. Gott ist treu und er ändert sich nicht. Das ist so gut. Auch wenn 1. Timotheus 2, Vers 13, wir manchmal untreu sind. Paulus schreibt da, hey, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das Leben hat ja seine Höhen und Tiefen. Wir haben gerade von einer bewegenden Tiefe gehört. Hat mich wirklich berührt. Und ich saß da und habe noch einmal überlegt, Basti, worüber predigst du? Warum predigst du heute eigentlich? Das kennen wir doch alle. Ich glaube, ja, wir kennen das alle. Und doch glaube ich, wir brauchen es, immer wieder neu darüber nachzudenken, wer ist Jesus, wie ist Jesus und wie ist er in unserem Leben. Weil das Leben Höhen und Tiefen hat. Das Leben führt dich Wege und auch in Bezug zum Glauben, da würdest du nicht mal einen Helden alleine reinschicken. Vielleicht kennt ihr das aus diversen Actionfilmen. Ich finde das ein wiederkehrendes Muster in Actionfilmen. Da gibt es irgend so einen Held, der probiert es erstmal alleine, da verliert er und dann kommt irgendwie ein Team zusammen, irgendwelche Freunde oder wer auch immer oder andere Helden an seine Seite und gemeinsam sind sie stark, gemeinsam machen sie das. Das Leben führt dich durch Situationen, da ist es so wichtig, dass du den Glauben an Jesus hast, dass du da nicht alleine drin bist. Aber selbst der Glaube, wenn wir ehrlich sind, selbst der Glaube wird doch angegriffen, ist doch angefochten. Das war zu weit. Wodurch kann dein Glaube angegriffen werden? Ich möchte das mit uns eben mal sammeln. Was sind so Dinge, die euch einfallen, die dein Glauben, dein Vertrauen auf Jesus, auf Gott erschüttern können, sodass du echt ins Hadern kommst, ins Zweifeln kommst, vielleicht sogar davor stehst, das Ganze dran zu geben. Was kann das sein? Krankheit. Ich habe jetzt Tod lieber Menschen geschrieben. Verlust kann ja auch sein, sie ziehen um oder so. Das. Scheinbar keine Antwort auf Gebete. Was kann das noch sein? Einsamkeit, ja. Lebenslügen. Was kann noch deinen Glauben angreifen? Ständiger Misserfolg. Hier bin ich mir nicht sicher, ob so geschrieben wird. Wenn ihr Rechtschreibfehler findet, behaltet sie, okay? Wodurch noch? Enttäuschungen. Keine Perspektive zu haben. Falsche Freunde, der Stift geht gleich zur Neige hier. Der zweite. Falsche Freunde. Stress, Ablenkung. Stress, Ablenkung.
Nochmal? Leid generell. Mhm. Bitte? Krieg. Mhm. Verfolgung und Zweifel. Ich selbst kann Gott angreifen, indem ich ihn nicht den, mein Glauben angreifen, indem ich Gott nicht den ersten Platz in meinem Leben. Ich schreibe einfach mal ich selbst. Irre Lehre. Verurteilung. So, das ist jetzt dann voll. Ich glaube, das Maß ist voll, auch wenn es da eine Fortsetzung von geben kann. Hey, das Leben kann echt herausfordernd sein. Und es ist keine Garantie, dass dein Glauben dich trägt, ist falsch gesagt, aber dass du nicht ins Wanken kommst. Ich weiß nicht, wen ihr als Held da alleine reinschicken würdet. Oder wem ihr sagen würdet, machst du so nebenbei. Schaffst du schon. Ist doch kein Ding. So Multitasking, so eben nebenbei auch mit. Während du noch Essen kochst und dies und jenes machst und den Haushalt und arbeitest und gerade deine Selbstständigkeit aufbaust. Also nachhaltig leben mit Gott, mit Jesus. Mir geht es heute mehr um Jesus. Über Gott haben wir schon mal gesprochen. Nachhaltig leben mit Jesus. Es ist so wichtig, dass wir darüber nachdenken, weil wir doch alle da irgendwo drin stecken. Ich weiß nicht, was davon du schon selbst erfahren hast oder wo du sogar gerade jetzt drin steckst, was dich so richtig in die Mangel nimmt. Ich möchte mit euch Verse aus dem Hebräerbrief nochmal lesen. Wir haben die vor 2 Wochen schon mal berührt. Heute vertiefen wir die nochmal. Ich habe Hebräer 12, 1 bis 3, wer das schon aufschlagen möchte. Verse, wo ich sagen würde, da kannst du 5 Punkte von rausziehen, die sind richtig wichtig, um nachhaltig mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich glaube, eigentlich kommt es nur auf einen davon an. Werden wir aber gemeinsam entdecken. Nachhaltig leben mit Jesus, Hebräer 12, 1 bis 3. Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Zeugen wie diese Johnny Erickson Tada. Aber er spricht hier in Kapitel 11 von Menschen aus dem Alten Testament. Glaubenshelden, Glaubenszeugen. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind und alles ablegen, was uns dabei hindert. Vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Vielleicht habt ihr 5 Punkte schon dabei gefunden, beim Ebenlesen schon und sagt, boah, bin fertig, kann jetzt gehen. Wartet. Kurz zum Hintergrund nochmal vom Hebräerbrief. Es ist unklar, an wen er geschrieben hat und auch wer den geschrieben hat. Interessant finde ich, der Autor, der rückt Jesus so in den Mittelpunkt. Im Prinzip geht es den ganzen Brief hindurch darum, wie groß ist Jesus. An die, die er schreibt, das müssen ehemalige Juden gewesen sein, also jetzt Juden-Christen, die sich so gut auskannten in den Heiligen Schriften, also unser Altes Testament, Mose, Propheten, weil er in fast jedem zweiten Vers ein Zitat aus dem Alten Testament bringt. Muss man wissen, um diese Anspielungen, die in dem Hebräer immer wieder kommen, zu verstehen und den Hintergrund zu kennen.
Bei einer Sache werden wir das, könnte man nämlich sonst gleich denken, oh, ist ja ganz easy. Nachhaltig leben mit Jesus, indem du im Team läufst. Was sagt er? Er spricht hier von der Wolke von Zeugen, die uns anspornen. Es ist so gut, dass wir Menschen um uns herum zu Lebzeiten haben, aber auch Leute, mit denen wir gar nicht im Kontakt sind vielleicht oder die schon längst bei Jesus sind, dass wir von denen wissen und wissen, boah, was haben sie erlitten, was haben sie durchlebt, wofür haben sie gelebt. Bei dieser Joni war eine entscheidende Frage auch, was hat mein Leben jetzt noch für einen Sinn? Und sie findet eine Antwort darauf. Gott gibt dir eine Antwort darauf. Hey, ich fand das so berührend gerade eben. Ich habe mir gestern kurz ein Interview mit ihr angeguckt und das ging spurlos an mir vorbei und jetzt kamen mir die Tränen. Welche Wolke von Zeugen hast du um dich herum? Oder welche Leute hast du in deiner Umgebung, die dich anspornen im Glauben, die dir gut tun? Wo ihr über das Eingemachte redet, des Glaubens auch. Über deine Kämpfe, über Versuchungen. Kapitel 10, Vers 25 ist es, glaube ich, da schreibt der Autor drüber, dass wir die Versammlungen nicht verlassen sollen. Also die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen sollen, um im Team zu laufen. Ich will das kurz fassen, weil ein Punkt ist mir eben besonders wichtig. Das zweite, lebe in der Freiheit Jesu. Auf diesen Gedanke komme ich, weil er sagt, wir sollen alles ablegen, was uns hindert. Alles ablegen, was uns hindert. Er schreibt von einem Wettlauf, er schreibt von einem quasi Marathon. Also das Leben ist ein Marathon. Wer das als Sprint sieht, also ne, du könntest Leben als Marathon, Leben als Wettlauf, du beobachtest manche Leute, die geben Gas, als gäbe es keinen Morgen mehr. Die verausgaben sich. Und du denkst, wie willst du es schaffen bis zur Rente? Und andere gibt es, du denkst, die haben Schuss nicht gehört. Die wissen ja gar nicht, dass es losgeht. Ist ein Marathon. Und am Donnerstag gab es eine Fahrradtour, ihr habt davon gehört. Die sind 60 Kilometer gefahren. Hammer! Am besten lässt du alles los, was dich beschwert auf diesem Wettlauf. Oder du hast ein E-Bike, wie 6 der 7 Teilnehmer der Tour. und du hast geistliche Unterstützung, darüber habe ich schon mal gepredigt. Aber ablegen, was dich daran hindert. Und jetzt könnte man so an alles mögliche Alltägliche denken, Hauptsache Reisen mit wenig Gepäck. Für die Hebräer jetzt klingelt direkt das, was der Autor vorher schon in den Kapiteln geschrieben hat, dass er ihn vorgemalt hat, aufgezeigt hat, wie groß ist Jesus gegenüber diesen alten Gewohnheiten, Gepflogenheiten, Ritualen aus ihrem früheren jüdischen Glauben. Er schreibt über die Tora, über das Gesetz, über die Propheten und sagt, boah, Jesu Worte sind so viel größer, so viel bedeutender. Das heißt nicht, dass das alles, das andere, dass man das nicht liegen lassen kann, aber auf Jesus kommt es an. Er schreibt über dieses gelobte Land, was sie in Besitz nehmen sollten und dann zur Ruhe kommen sollten. Ne, Auszug aus Ägypten, 40 Jahre Ehrenrunde und dann in das gelobte Land zu kommen. Und es gab viele, die daran gezweifelt haben, die ihr Vertrauen auf Gott nicht an den Nagel gehangen haben, aber nicht geglaubt haben, dass das geht. Die wollten lieber wieder zurück nach Ägypten. Und in Kapitel 4 ruft er sie auf, der Autor, hey, haltet dran fest, weil wir, auf uns wartet eine ewige Ruhe. Werft euren Glauben nicht weg, haltet durch. Denn diese ewige Ruhe, die auf uns wartet, durch Jesus, ist so viel größer als das, was auf unsere Vorfahren wartete. Er schreibt über Jesus als Priester, der so viel mehr ist als Mose. Und er schreibt über das Opfer, das Jesus gebracht hat, das ausreicht, um dich mit Gott zu versöhnen. Wo nichts dazu getan werden kann, durch dich oder durch wen auch immer. Allein das hat es gebraucht. Brauchst du, um gerettet zu werden. Also Jesus ist so viel größer. Und deshalb, sie sollen gar nicht in die Versuchung kommen, wieder irgendwelche alten Regeln, Gepflogenheiten
Opfer- und Heiligkeitsrituale wieder aufzugreifen, weil die wären nur Ballast in der Freiheit, in der sie mit Jesus leben sollen. Und ich weiß nicht, jetzt bist du, glaube ich, ich wüsste nicht, wer von uns Jude war und zum Glauben gekommen ist. Das ist jetzt nicht vielleicht etwas, woran du dich hängen könntest, aber dann wäre doch die Frage, was hindert dich in deinem Glauben? Was ist da Ballast, wo du sagen würdest, das ist nice to have, also das ist nett, aber das hilft mich nicht, es hilft mir nicht weiter. Es gibt so viele Themen, die an uns herangetragen werden, wie du zu leben hast, bio, fair, nachhaltig, Thema Krieg und Frieden in dieser Welt, Gesundheitsthemen, Politik. Und das, all das kannst du zum großen Thema in deinem Leben machen. Die sind auch nicht unwichtig. Aber was ist es, was Jesus dir aufs Herz geben möchte? Was führt dich im Glauben weiter? Lebe in der Freiheit mit Jesus, die er für dich erwirkt hat. Sünde. Trenn dich von Sünde. Und das finde ich so stark, die uns so leicht umgarnt, die so geheimnisvoll, so schmackhaft anfängt vielleicht, wo sie dir sagt, ist doch gar nicht schlimm, sieht niemand, tut keinem weh. Und mehr umwickelt sie dich und du bist schlimmstenfalls in einem Netz von Lügen und kommst da gar nicht mehr raus. Was ist es in deinem Leben, wo du merkst, das muss weg, weil das nicht im Gottes Sinne ist, in dem, was er für mich gedacht hat und in dem, was er für Leben in dieser Welt will, womit du dann doch dir und anderen schadest? Was ist Sünde in deinem Leben, von der du dich trennen musst? Weil du in diesem Wettlauf genug andere Dinge hast, mit denen du zu kämpfen hast, da brauchst du noch nicht noch so Zeug an der Hacken. Und dann, das wäre mir fast untergegangen, nochmal eben zurück, sich davon zu trennen. Wie cool ist das? Wie wichtig ist das, dass wir wissen dürfen, 1. Johannes 1, Vers 8 und 9 meine ich, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Der vergibt uns. Der hält dir uns nicht nach. Vielleicht fällt es dir schwer, dir selber zu vergeben. Aber Jesus vergibt. Und da braucht es kein weiteres Opfer mehr, braucht es nichts noch irgendwie, um was wieder gut zu machen vor Gott. Es ist vergeben. Schau auf Jesus. Wir wollen den Blick auf Jesus richten. Den Blick auf Jesus richten. Und jetzt wisst ihr selber sehr genau, wir haben Himmelfahrt gefeiert am Donnerstag. Das ist seitdem ein bisschen schwierig, auf Jesus zu schauen. Und überhaupt 2000 Jahre danach erst recht. Wie schaust du auf Jesus? Und wenn du auf Jesus schaust, was siehst du dann? Was wird dir bewusst? Und was macht das mit dir? Da haben wir gleich die Rückseite hier dafür. Schau auf Jesus. Wie geht das? Der Autor vom Hebräerbrief macht das deutlich, indem du die Bibel studierst. Mit Jesus. Es sind so viele Stellen, die er aus dem Alten Testament auslegt und mit Jesus und mit dieser neuen Zeit, die durch seinen Tod und seine Auferstehung angebrochen ist, in Verbindung bringt und nach vorne führt. Ich glaube, wir alle, wenn wir diesen Hebräerbrief lesen würden, es gäbe mehr als nur eine Stelle, wo wir sagen müssen, das weiß ich jetzt nicht so genau, wie er das meint. Da muss ich mich mal schlau machen. Da muss ich mal tiefer graben. Ich will niemandem zu nahe treten. Ich weiß aber nicht, wie es uns, wie es dir geht, mit tiefer graben in der Bibel, die Bibel zu studieren. Wie du deine Zeit mit Gott pflegst und wo du dir einen Text, sei es ein paar Verse, sei es ein ganzes Kapitel, sie auf dich wirken lässt und auseinander nimmst, um mehr zu sehen, um genauer hinzuschauen. Ich habe euch eine tolle Illustration mitgebracht. Diese Woche mit jemandem telefoniert, der die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Natur verbracht hat und den Himmel fotografiert hat.
leidenschaftlicher Fotograf und ich zeige euch mal dieses Bild. Ist nett. Ist nett, finde ich. Na, ist schön. Was seht ihr da drauf? Diesen Strich hier müsst ihr wegdenken, der gehört nicht zum Bild. Was seht ihr darauf? Sterne, ja. Das sagt jemand, sieht gar nichts. Okay. Bäume, ja, Bäume, Christian, genau. Fichten, vielleicht, wenn das noch welche sind, ja. Licht, das ist mitten in der Nacht um 2 rum. Ja. So viel Licht durch die Kamera eingefangen. Okay, stellt euch vor, ihr würdet davon 45 Aufnahmen machen. Da denkst du vielleicht, warum, wofür? Ist ja jetzt nichts Besonderes. Ist nett, aber ist doch nichts Besonderes. Nach 45 Aufnahmen und diese 45 Aufnahmen mit einer Software übereinander gelegt, das finde ich faszinierend. Was siehst du jetzt? Noch mehr Sterne? Was noch? Leuchtenden Himmel und dunklen Wald. Es gibt ein Detail, das tritt jetzt richtig gut zum Vorschein. Die Milchstraße. Ich will jetzt nicht drin rummalen. Hier dieser Bereich. Die Milchstraße. Vorher, jetzt wenn man es weiß, also ich kann es da am Bildschirm sehen, ihr vielleicht hier am Beamer bei weitem nicht. Der ist zu schwach vom Licht her. So leicht, ja, okay. Du musst genauer hinschauen. Du musst das unter die Lupe nehmen. Nicht einfach nur oberflächlich drauf gucken. So vieles in der Bibel ist so oberflächlich betrachtet nett. Ist gut zu wissen. Kenne ich schon. Habe ich schon gehört. Auf Jesus schauen, klar, ist wichtig. Bibel lesen ist auch wichtig. Ja, die Frage ist, machen wir es? Studieren wir da drin? Ich muss mich ja nicht so gut auskennen wie der Autor vom Hebräerbrief. Aber um meinen Glauben zu stärken, um hier zu bestehen und um auf Jesus zu schauen, braucht es mehr als die Losung oder die Worte aus dem Neukirchner Kalender. Ist alles gut, ist alles wertvoll. Wie führe ich es weiter? Es braucht mehr als so eine Predigt jetzt, wo du vielleicht auch denkst, ja, ist gut, aber mehr. Ja, es braucht mehr, aber dafür, das glauben wir doch seit der Reformation und nutzen das wieder, dass wir selbst Gottes Wort aufschlagen dürfen, selbst darin graben dürfen. Und nach wie vor denke ich, bisher finde ich noch nichts, was dagegen spricht, im Herbst wieder eine Bibelstunde anzufangen, regelmäßig, damit wir gemeinsam darin graben, weil uns da was verloren geht. Wenn du auf Jesus schaust, das finde ich aber dann spannend, was erkennst du? Wenn du auf Jesus schaust, was erkennst du? Was bringt dich ins Staunen über Jesus? Das würde ich gerne noch aufschreiben. Dass er dich liebt. Seine Liebe. Dass er mich sieht. Mit ganzen Verfehlungen. Allem, was auch noch nicht so schön ist, ne? Unendlich groß. Dass er hört. Dass er nicht nachtragend ist. Nicht nachtragend ist. Und er ist treu. Sein Gebetsleben. Seine Hingabe.
Was siehst du noch? Behalte den Gedanken noch, dass ich ihm wichtig bin. Micha. Sein Umgang mit Menschen, die Fehler machen. Darf ich schreiben, Umgang mit Sündern? Barmherzigkeit mit Sündern. Das mal zusammengepackt, wobei da noch viel, sein Umgang, sich den Leuten zuzuwenden, ihnen nachzugehen, da gehört noch viel mehr. Also das Wort Umgang wäre noch mal größer gewesen. Vergebung. Dass er versorgt? Dass er gibt, was ich brauche, wird wieder voll. Kraft und Macht. Seine Weisheit, Geduld, Humor, da war noch was, dass er mich kennt, dass er mich sieht, dass er mich kennt. Schreib das mal hier hin. Gehorsam, jo, passt hier Richtung Hingabe. Und so viel mehr, was sich vertieft und was mit unserem Leben zusammenkommt, mit unserer Lebenssituation, in der wir stehen, die stehen hier hinten drauf, unter anderem. Und lebendig wird in unserem Herzen, auf Jesus schauen. Und ich habe gedacht, bei all dem, was man noch machen kann, eigentlich kommt es darauf an. Die Sachen auf der Rückseite, die sind ja nicht weg. Also unser Leben ist ja immer noch, unser Glauben herausgefordert. Aber worauf gucke ich? Was habe ich im Blick? Was überwältigt mich? Dieser Berg von Problemen, von Sorgen oder das, was ich an Jesus sehe, was gibt mir Hoffnung, das gibt mir Verzweiflung hier hinten. Das lässt mich hoffen, das lässt mich aufschauen, das hebt meinen Blick. Schau auf Jesus und lass dich verwandeln. Ich habe euch schon mal dieses Zitat von Heinrich Spähmann mitgebracht. Was wir im Auge haben, das prägt uns. Dahinein werden wir verwandelt und wir kommen, wohin wir schauen. Wenn ich mir das mit diesen zwei Seiten hier dieser Medaille vor Augen halte, dann denke ich, boah, ich will unbedingt hier auf Jesus schauen. Ich will erkennen und überwältigt sein von ihm, denn wozu mich das führt, das muss ich unbedingt aus seiner Perspektive sehen. Ich weiß nicht, wo Spähmann diesen Gedanken her hat. Ich habe überlegt, vielleicht von diesem Vers, stammt von Paulus. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes. Das, was wir sehen, ist Herrlichkeit Gottes. Und das ist bei weitem kein vollständiges Bild, das ist noch viel größer. Wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Ich finde das so einen starken Vers. Ich finde das so wichtig. Nochmal für mich
für uns als Unterstreichung, wie wichtig es ist, auf Jesus zu schauen, berührt zu werden, überwältigt zu werden davon, wie er ist. Das stärkt mich und damit kann ich andere stärken. Denn wie soll ich sonst? Er schreibt am Ende des Kapitels, Kapitel 12, Kapitel 13, greift er das dann nochmal auf, davon, aber Ende Kapitel 12, 28, 29, wir sollen, weil wir diese Hoffnung auf die Ewigkeit haben, sollen wir Gott dankbar dienen. In Ehrfurcht, habe ich vor 2 Wochen drüber gepredigt. Wie soll ich das denn tun, wenn ich von allen Seiten beschossen werde? Weil ich auf Jesus schaue. Womit kann ich den anderen Menschen dienen? Mit welcher Hoffnung? Ja, weil ich auf Jesus schaue. Was spornt mich an? Gehorsam, die Hingabe, die Jesus gegeben hat, die Geduld, dass er sieht mich, ich sehe andere. Schauen auf ihn. Deshalb glaube ich, das, was man so tun kann, ich hätte jetzt hier noch Pünktchen, Pünktchen machen können, weil man kann noch ganz viel mehr tun im Glauben. Aber das, worauf es ankommt, ist, auf Jesus zu schauen. Weil im Team laufen werde ich dadurch automatisch. Ich werde die Nähe zu anderen suchen. Er ist voll der Beziehungstyp. Da kann ich gar nicht isoliert bleiben, wenn ich auf ihn schaue. In der Freiheit leben, die Jesus für mich geschaffen hat, in die er mich hineinstellt. Mich von Sünde trennen, klar, aus Liebe. Verwandelt werden, Wirken des Heiligen Geistes. Nachhaltig leben mit Jesus, indem wir auf Jesus schauen. Berührt, überwältigt werden von ihm. Ich habe euch die Empfehlung eines Bibelleseplans mitgebracht. Wenn ihr das vertiefen wollt, wenn ihr sagt, ja, da ist zu viel in meinem Alltag, was sich, sei es Dinge, die dich bedrängen oder sei es überhaupt Allgemeines, dass dir den Blick auf Jesus verstellt, das wäre ein Bibelleseplan, den du machen kannst. 16 Tage durch das Markus-Evangelium mit Andachten dabei auf der YouVersion-Bibel-App, mit Andachten dabei, mit nicht Handlettering, mit so mit einer Grafik noch dabei, so eine Art Bible Journaling, wo man den Text, darum es geht, nochmal bildlich aufgearbeitet hat und auf sich wirken lassen kann. Das wäre etwas. Vielleicht gehst du gleich hinter an den Büchertisch und fragst, habt ihr eine Biografie für mich, die ihr empfehlen könnt? Ist da irgendwas? Elke, wäre da irgendwas? Wo sitzt du? Wäre da was? Kannst du was empfehlen? Alles gut. Aber vielleicht findest du, oder bei SCM. Was hilft dir, auf Jesus zu schauen? Der Gottesdienst ist nicht genug. So gut das ist und so wertvoll das ist für unsere Gemeinschaft, für das Inspiriertwerden. Das heißt eine Biografie, eine Bibellesebahn, eine Gemeindebibelstunde. Wäre das was? Was sind deine Gedanken dazu? Was fasziniert dich an Jesus? Was bedeutet das für dein Leben? Wie führt das ins Leben hinein? Bitte den Heiligen Geist, dass er dich verwandelt in Jesus Spiegelbild. Da ist er sowieso schon dran. Aber wo gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du dir es gerade so sehr sehnst, weil du da so sehr ringst? Gibt es eine Last, die dich daran hindert, im Glauben zu stehen? Hat dich irgendein sündhaftes Verhalten umgarnt? Lass das eine wie das andere los. Wir hören jetzt wieder 1-2 Minuten, einfach ein Instrumental im Hintergrund, um das, diese Gedanken, dass ihr die auf euch wirken lassen könnt, sie der Heilige Geist an uns wirken lassen kann. Gleich sehen wir das wieder.
Jesus, danke dafür, dass du unser Herr bist und bleibst. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen und dass wir die Bibel haben, dein Wort haben, das lebendig wird in unserem Herzen.